Herzlich willkommen zu unserer Sendung OK54 Nachgefragt. Das Musikvideo Happy Trier wurde innerhalb von 10 Tagen bei YouTube über 68.000 Mal aufgerufen. Bundesweit erscheinende Zeitungen und Zeitschriften haben sich für dieses Projekt interessiert. Wir haben die Initiatorin der Produktion, Frau Bernadette Wacht-Hermann, ins Studio eingeladen, um mehr über dieses Projekt zu erfahren. Herzlich willkommen, Frau Wacht-Hermann. Guten Tag. Die Happy-Musikvideos gibt es mittlerweile in vielen Städten in Deutschland. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so etwas für Trier zu machen? Ja, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich mir bei YouTube verschiedene andere Videos angeguckt habe. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist auch toll für Trier. Wer macht das denn jetzt, habe ich mich gefragt. Und dann habe ich noch ein paar Tage gewartet und habe dann gedacht, wenn es keiner macht, dann mache ich es. So kam ich auf die Idee. Fanden Sie direkt Unterstützung für dieses Projekt? Ich habe zuerst mein Team befragt, mein Tanzschultrainerteam, was sie von der Idee halten. Mhm. Dann habe ich Kontakt zu den Kameramännern aufgenommen, um zu sehen, ob ich auch eine vernünftige Kamera habe. Und ja, das Team war sofort Feuer und Flamme. Die wollten das auf jeden Fall machen und dann habe ich es angeleiert. Was musste im Vorfeld sonst noch so organisiert werden? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, an welchen Plätzen ich gerne drehen würde und ob ich da eine Drehgenehmigung für brauche. Wie zum Beispiel im Alleencenter, da brauchte ich auch eine. Mhm. Die war relativ einfach zu bekommen, aber in den Kaiserthermen war es ein bisschen schwieriger. Da habe ich dann meinen Freund Ingo Popp gefragt, der kannte sich ganz gut aus mit diesen Burgerschlösser, Altertümer und hat uns dann die Drehgenehmigung aus Mainz besorgt. Oh ja. Dann kam dazu, wann drehen wir, wann ist ein guter Tag dafür. Und da hatte ich mich für Fasnacht-Dienstag entschieden, weil dann die meisten auch frei hatten, die ich gerne dabei haben wollte. Auch meine Trainer, die waren mir ganz wichtig. Und ja, das waren die ersten Überlegungen zu dem Thema. Auf dem Video sind 50 Tänzerinnen und Tänzer zu sehen. Wie schnell fand sich die Gruppe zusammen? Das ging ganz schnell. Das brauche ich dann nur einmal in unsere Facebook-Gruppe raufzuladen. Und da habe ich eben angefragt, wer Interesse hätte, so ein Happy-Video mit uns zu drehen. Und da war gleich jede Menge Resonanz. Nun hatten Sie ja Glück am Drehtag mit dem Wetter. Es war ja strahlender Sonnenschein. Was gab es so an positiven und negativen Dingen, die Ihnen beim Dreh dazwischen gekommen sind? Also negativ kann ich mich so weit gar nicht erinnern. Also die Sonne schien, alles war toll. Es war sehr viel Positives, weil sehr viel Spontanes entstanden ist. Es kamen also Menschen zu den Drehorten, mit denen wir überhaupt nie gerechnet haben und haben da mitgewirkt. Das fanden wir dann ganz, ganz cool und witzig auch. Ah ja. Wurden die Tänze denn improvisiert oder haben Sie vorher eine Choreografie dafür entwickelt? Nee, dafür blieb überhaupt keine Zeit für Choreografie. Also wir haben einfach alles spontan so gesetzt, wie es kam. Wie lange hat denn Ihr Produktionsteam um Kai Bertel gebraucht, bis er das Video fertiggestellt hatte? Das ging relativ schnell. Wir hatten aber mehrere Drehtage. Also wir hatten nicht nur den Fasnacht-Dienstag. Wir haben samstags schon in den Kaiserthermen gedreht, weil die Kaiserthermen an Fasnacht geschlossen waren und wir wollten ja unbedingt rein. Da war das Wetter auch nicht so toll, aber wir haben es trotzdem hingekriegt. Das ging relativ schnell. Die Dreharbeiten kann ich gar nicht so sehr einschätzen. Ich glaube, die haben da schon die eine oder andere Nacht dran geschnitten. Ja. Ich habe eben ja schon erwähnt, dass es bei YouTube fast 68.000 Aufrufe gab. Haben Sie mit so einer Resonanz gerechnet im Vorfeld? Ja, ich hatte mir ja schon ein paar Videos angeschaut vorher bei YouTube und habe gedacht, naja, so 50.000 für Trier müssen da drin sein. Und jetzt finde ich es natürlich toll, dass wir da noch drüber liegen. Gleichzeitig sind bundesweit erscheinende Printmedien auf Sie zugekommen. Waren Sie von deren Anfragen überrascht? Da war ich sehr überrascht, ja. Also es war für mich völlig neu, dass wir hier in Trier mal bei Stern TV, Fokus, Süddeutsche, ich weiß gar nicht, überall online plötzlich präsent sind. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Sie haben uns das Video ja mitgebracht. Wir wollen die Gelegenheit mal nutzen und uns das Video ansehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. It might seem crazy what I'm about to say.
Schluss. Daniel? Können Sie uns etwas zu dem Konzept sagen, das dem Video zugrunde lag? Also ich hatte anfangs erstmal gar kein Konzept. Ich wollte es einfach nur spontan drehen für Trier. Und wir haben dann zusammen ein Konzept quasi erarbeitet, hauptsächlich mit den Kameramännern. Ah ja. Haben Sie mal untersucht, woher die Personen kommen, die das Video im Internet aufgerufen haben? Ich denke mal, viele Trierer, hoffe ich mal. Sonst, ja, es sind ja viele, die es dann geteilt haben in den Facebook-Gruppen. Ich glaube, es sind auch viele Überregionale, ich glaube auch Amerikaner dabei gewesen, Touristen eventuell, die schon mal in Trier waren, die es jetzt interessiert hat. Und ja, durchweg positiv eigentlich die Resonanz. Wäre meine nächste Frage. Es sind fast 1200 Kommentare bei YouTube abgegeben worden. Wie war der überwiegende Tenor der Kommentare? Ja, die Resonanz war überwiegend positiv. Die ganzen Kommentare sind voller Happiness. Wie schätzen Sie denn den Werbeeffekt für die Stadt Trier ein? Ja, ich hoffe mal, dass es ein guter Werbeeffekt ist für die Stadt Trier. Wir haben ja eigentlich so alle wichtigen, schönen Plätze mit aufgenommen. Auch sehr gute Einstellungen, wo man auch wirklich sieht, dass es um die Stadt Trier geht. Nun hat die Produktion ja sicherlich auch sehr viel Geld gekostet. Konnten Sie leicht Sponsoren für dieses Projekt gewinnen? Ja, das war diesmal ganz einfach. Ich habe nur meine Freunde gefragt. Im Moment haben sich die Zugriffszahlen auf das Video ja etwas beruhigt. Planen Sie aufgrund des Erfolges vielleicht ein zweites Projekt? Vielleicht, ja. Wir sind ja immer für Überraschungen gut. Ah ja. Frau Wacht-Hermann, ich danke Ihnen vielmals für dieses Interview. Dankeschön. Das war OK54 nachgefragt mit Bernadette Wacht-Hermann zum Thema Happy Trier Musikvideo. Falls Sie erst während der Sendung zugeschaltet haben und die komplette Sendung noch einmal sehen möchten, können Sie diese Sendung in unserer Mediathek unter dem Link www.ok54.de/mediathek jederzeit aufrufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.